Und auch der Mai ist vorbei. Wir werden den vergangenen Monat etwas Revue passieren lassen und uns anschauen, was investmenttechnisch so alles passiert ist. Bis gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video beim Financial Insider. Ja, wir sind im Juni, der Mai ist vorbei. Ein recht bewegter Monat, wie ich finde, wenn ihr euch vielleicht noch erinnern könnt. Ist ja vielleicht schon fast ein Scam-Monat gewesen. Etiora hat gescammt, BNYs hat gescammt, Brembi hat gescammt. Gefühlt hat alles gescammt. Ja. Glücklich für den, der ja bei allen nicht mit dabei war oder zumindest nur mit ganz geringen Beträgen zum Spielen und ja, der einfach besonnen geblieben ist. Umso mehr haben wir festgestellt, dass auch eine sehr gute Aufmachung, auch sehr vertrauenserweckende Aktionen nicht unbedingt tatsächlich das Vertrauen verdienen und dass wir immer aufpassen müssen, ja, worin wir investieren, so gut es auch anfänglich aussehen mag. Nichtsdestotrotz werden wir uns für den vergangenen Mai einfach mal angucken, was so in meiner Investmentpalette so alles passiert ist. Wir fangen mal mit My First Plant an. Hier gibt es gar nicht so arg viel Neues, lediglich, dass die Outdoor-Pflanzen jetzt ausverkauft sind, dass die Outdoor-Pflanzen jetzt gesetzt und gepflanzt werden und dass wir dann im Oktober bzw. November diesen Jahres eure Ernte der Outdoor-Pflanzen erwarten könnt. Die angekündigte wöchentliche Auszahlung der Ernteerträge ist leider nicht eingetreten. Ja, wäre schön gewesen, aber macht im Endeffekt auch keinen großen Unterschied. Kommt weiterhin alle 4 Monate und wenn es soweit so bleibt, dann ist es ja auch okay. Weiter geht's mit Cactify. Ich hatte euch ja schon vor ein, 2 Wochen, glaube ich, ein Video gemacht, in welchem ich aufgeführt habe, dass ich bei Cactify ausgestiegen bin. Nicht aus den Produkten, die Cactify anbietet, sondern lediglich die Plattform gewechselt habe, sprich aus meinem Custodial-Zugang oder aus meinem Custodial-Wallet ein Non-Custodial-Wallet gemacht habe, indem ich jetzt alles, was ich bei Cactify gemacht habe, 1:1 über die DeFi-Chain-Wallet abwickle und ja, weiterhin da meine ja, 1 bis 2% pro Woche, also meine 4-5% pro Monat mache und das auch sehr stetig und zufriedenstellend alles abläuft. Ja, bei DealX momentan noch nicht so arg viel Bewegung drin. Ich habe mich gerade eben eingeloggt und gesehen, dass heute am 2. Juni eine neue Zoom-Konferenz stattfindet, wo der CEO Markus Paar so ein bisschen was über den Fortschritt hoffentlich zugute lässt. Und da werde ich euch dann, wenn es tatsächlich Infos sind, die auch ein bisschen was verändern, die wichtig sind zu wissen, werde ich dann nochmal ein separates Video drüber machen, dann die nächsten Tage. Ansonsten, ja, die Vorbereitungen für die Exchange sind anscheinend am Laufen. Es gibt eine unterschriebene Vereinbarung, bei dem mit einer großen Bank in Dubai, wenn ich mich nicht ganz täusche, Karten, also Auszahlungskarten, auch jetzt in der Mache sind, sodass ihr bei Geldausgabeautomaten dann direkt über die Rewards, die ihr über die DealX-Token bekommt, in Bar bzw. Fiat Money verfügen könnt. Weiterhin eines meiner interessantesten und wahrscheinlich auch lukrativsten Projekte, in denen ich auf alle Fälle sehr gespannt bin, wie das die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Gym Network, ja, es geht auch hier sehr gut voran. Der Tokenpreis ist jetzt ja, so über die letzten 4 Wochen stetig geblieben, sind momentan bei etwa 22, 23 Euro Cent. Ich bin kräftig am Reinvestieren in den Single Pool, sobald sich immer mal wieder ein paar Gymnet Token angesammelt haben. Und ja, von daher läuft alles, wie es laufen soll. Niob, wie sieht es da momentan aus? Ich habe ja momentan ein bisschen was in einer Farm drin, und zwar in dem Niob Wrapped BNB. Da habe ich einen kleinen Betrag mit 18 Liquidity Pool Token drin. Einer hat so etwa einen Wert von 4 US-Dollar, also 18 mal 4, sind wir bei etwa 72 US-Dollar. Da kommt aber auch einiges immer zustande. Also ich habe da, glaube ich, im Monat so etwa 600 bis 700 NIOP-Token, die durch die Farm generiert werden. Dann habe ich noch in den Pools 2 verschiedene Positionen drin. Also einmal in dem Wrapped BNB Pool habe ich, mal gerade gucken, 150 US-Dollar drin. Und in dem NIOP Pool habe ich momentan, mal gerade gucken, über 8000 NIOP-Token drin. Also ist schon etwas zu zusammengekommen und wenn der Token mal nur bis auf 10 Cent wieder hochgeht, dann bin ich schon dick, dick, dick im Gewinn. Ansonsten der Tokenpreis ist jetzt über die letzten Wochen auch recht stabil bei 0,7 US-Cent geblieben. Ich hoffe mal, dass das jetzt so bleibt und dass die Community genug von dem abverkauft hat und jetzt einfach die Position hält, die sie hat und darauf vertraut, dass das Team hinter Niob auch jetzt liefert, was sie ja in der Vergangenheit auch schon getan haben. Jetzt soll dann langsam die Wallet kommen.
mit der Fiat Cash Out Option. Die letzte AMA, die ich gesehen habe, war mal wieder sehr beeindruckend und ja, ich stehe weiterhin hinter dem Projekt, werde auch nicht verkaufen und werde alles in den Pools und in der Position belassen. Wenn ich noch aufstocke, werde ich allerdings nicht direkt in den NEOP Token investieren, weil es jetzt schon ja, an sich im NEOP Token an sich eine recht hohe Position habe, sondern da werde ich im Pool zum Beispiel WrapBNB oder vielleicht ein Binance BTC, also Bitcoin auf der Binance Chain bereitstellen, sodass ich eigentlich nahezu risikolos NEOP Token minten kann oder vielleicht über den Cake oder BUSD hier noch zusätzlich was minten kann. Das muss ich mir noch überlegen, aber hier ist eben der große Vorteil, dass ihr in den Pools relativ große, wertstabile Kryptowährungen nehmen könnt, die dort einfach in den Smart Contract, reinpackt, somit eure Kryptowährung behalten könnt, aber trotzdem NEOP Token dafür minten könnt. Jo, dann geht's weiter zu Paraiba. Ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, dass da Paraiba im Hintergrund so ein bisschen ein Konzeptwechsel stattfindet, das ich nebenzu erwähnt sehr, sehr interessant finde. Mache ich aber ein separates Video dazu und ich finde, so viel schon einmal weggenommen, dass das, glaube ich, eines der interessantesten Möglichkeiten gibt, bei Paraiba jetzt einzusteigen, weil es eine sehr lukrative Optionen für Bestandskunden geben wird. Aber wie gesagt, dazu in dem separaten Video mehr. Ansonsten, ich habe jetzt etwa 377 US-Dollar im aktiven Deposit, habe jetzt etwa 1,80 pro Tag, was ich bekomme. Also mal gerade überlegen, es müssen so 30 US-Dollar pro Monat sein. Also auch schon gar nicht so schlecht. Und ja, werde ich auf alle Fälle dabei bleiben und wahrscheinlich auch noch, wenn jetzt der Konzeptwechsel stattfindet, auch noch einmal meine Position aufstocken. Wir gehen weiter zu Robotics. Ja, Robotics, wunderbare Sache, bin ich weiterhin davon überzeugt. Ich habe sogar letztens auch eine sehr positive Support-Erfahrung gemacht. Ein Affiliate-Partner von mir hat aus Versehen zweimal an die gleiche Einzahlungsadresse überwiesen. Das funktioniert natürlich dann nicht mit der automatischen Zuordnung, ist aber natürlich auch bei der Einzahlung so kommuniziert worden. Haben wir jetzt zwar ein bisschen gebraucht, bis wir das korrigiert haben, so über 2 Wochen, aber der Support hat es dann schlussendlich doch hinbekommen, dass alles zurückerstattet wurde. Und was ganz interessant war oder was ganz angenehm auch war, dass nahezu alle Support-Mitarbeiter bei Robotics der deutschen Sprache mächtig sind. Das heißt, für diejenigen unter euch, die tatsächlich kein Englisch sprechen, können auch gerne in Deutsch anschreiben und bekommt dann auch in Deutsch eine Rückantwort. Ich habe jetzt momentan aktive Investitionen 323 US-Dollar. Um die 16 sind ungenutzt, weil einfach ein kleiner Teil Litecoin noch drauf ist, den ich noch nicht investieren kann. Man kann erst ab 50 US-Dollar Gegenwert einen neuen Plan eröffnen. Aber von daher, Robotics ist halt wirklich sehr, sehr angenehm, weil halt täglich automatisch die Renditen fließen und dann auch gleich automatisch reinvestiert werden kann. Und zu guter Letzt kommen wir natürlich noch zu Yield Notes. Auch eine meiner interessantesten Projekte habe ich jetzt momentan schon über 1100 Euro Masternode Guthaben angesammelt. Bin jetzt bei einem gesamten Return on Investment von 365 Euro. Der Mai hat sehr gut abgeschlossen für das, dass im Mai ja, ein regelrechtes Krypto-Blutbad stattgefunden hat. Ihr habt ja vielleicht selber auch mitbekommen, dass Bitcoin und Co. im zweistelligen prozentualen Bereich verloren haben. Umso interessanter und umso beeindruckender finde ich, dass Yield Notes mit 6,5% im Mai abgeschlossen hat. Habe ich natürlich alles reinvestiert und ja, bleibe auch weiterhin vollkommen mit dabei, weil es auch das eines der langfristig interessantesten Projekte ist mit einer der besten Kundenkommunikationen, die ich bisher gesehen habe. Ja, alles zusammengefasst, Mai mal wieder wunderbar gelaufen. Sehr, sehr schöne Renditen eingefahren. Wenn ihr das ebenfalls mitnehmen wollt, guckt gerne in der Videobeschreibung nach. Da habe ich alle meine aktuellen Investments immer aufgeschlüsselt mit den dazugehörigen Links. Guckt am besten auch immer in das aktuellste Video rein. Da ist die Linkliste auch immer aktuell, weil ich mir jetzt die Arbeit erspare, in den älteren Videos das alles zu korrigieren. Da wäre ich dann sehr, sehr lange beschäftigt, wenn ich mich darum kümmern würde, dass bei den alten Videos in der Linkliste alles aktuell wäre. Deswegen immer bitte ins aktuellste Video schauen, dann könnt ihr sicher gehen, dass ihr auch meine aktuellen Projekte, bei denen ich grünes Licht gebe, bei denen ich jederzeit wieder investieren würde, aktuell auch vorliegen habt. Gut, meine Lieben, denkt wie immer daran, das ist alles immer nur meine persönliche Meinung. Ich teile hier lediglich meine Erfahrungswerte mit euch, macht immer eigene Nachforschungen und investiert bitte immer nur Gelder, die ihr euch leisten könnt zum Teil oder auch gänzlich zu verlieren. Vielen Dank auch alle, die meine Affiliate-Links bisher genutzt haben. Es hilft mir wirklich wunderbar weiter.
Ja, ihr könnt mir aber auch anders weiterhelfen, indem ihr einfach einen Daumen hoch für meine diversen Videos da lasst. Das hilft mir natürlich, die Videos, aber auch den Kanal weiter zu verbreiten. Ihr könnt aber auch gerne die Videos anderen Leuten empfehlen oder anderen Leuten weiterleiten, damit eben die Klickzahl und die Zuschauerzahl hochgeht. Und ja, sage vielen Dank für eure Treue. Wir sehen uns in 2, 3 Tagen. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao.